Wenn du einen Imagefilm mit Mitarbeitern planst, dann kommt dieses Video wahrscheinlich genau an der richtigen Stelle. Ja, für mich ist das täglich Brot. Schon seit vielen Jahren gibt es hier in meiner Agentur für mich als Filmemacher genau die Aufgabe, mit Videos Stellen zu besetzen. Und ich möchte dir heute so ein paar Tipps geben, wie du auch deine Mitarbeiter darauf vom Mindset her, von deiner Überzeugung her, ja, davon überzeugen kannst, dass sie an diesem Film teilnehmen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiter das für dich tun. Und andererseits möchte ich so ein paar Glaubenssätze auflösen, die vielleicht in eine falsche Richtung führen, wenn man solche Imagefilme produzieren möchte. Der erste Punkt ist schon mal die Wahl der richtigen Mitarbeiter für deine Videos. Das heißt auch für diesen Imagefilm, den du jetzt produzieren möchtest. Bei der Wahl der Mitarbeiter kann man auf einige Dinge achten. Es gibt einfach Menschen, ja, die sind ein bisschen introvertiert, die sind ein bisschen ruhiger, die sind ein bisschen zurückgezogen. Es kann aber sein, dass in dem, was drinsteckt, dass sie wirklich Lust haben, auch vor der Kamera zu agieren. Ich erlebe das immer wieder. Man sucht sich da mit dem Unternehmer, der Unternehmerin, sucht man sich diese Personen im Unternehmen aus, hat mit denen einen Zoom-Call gemacht, alles super, ja, und dann kommt man zum Dreh und ja, dann kann das entweder so oder so laufen. Und es ist tatsächlich so, dass man denkt, die ruhigen Menschen, die haben gar nicht so viel zu sagen, aber die tauen dann bei den richtigen Fragen auf. Es ist wichtig, die Leute darauf vorzubereiten. Deswegen hier so ein paar Tipps aus der Praxis, die ich auch immer wieder mit in meine Beratungsgespräche reinnehme. Da kommen dann so Fragen wie, möchten meine Mitarbeiter denn überhaupt vor der Kamera agieren? Und es ist wirklich erstaunlich, wie begeistert die Mitarbeiter sind, wenn sie dann einmal die große Kamera sehen, wenn sie dann das Licht sehen, wenn sie das Team sehen. Ich hatte erst letzte Woche wieder eine sehr positive Erfahrung, wo man sehr, sehr ruhige Softwareprogrammierer dazu gebracht hat, sehr aus sich rauszukommen und sehr authentisch und vor allen Dingen auch sehr begeistert von diesen Unternehmen zu sprechen. Das ist das, was man braucht. Ein Imagefilm, der einen Top-A-Player sozusagen anziehen soll, ja, der muss auch gut funktionieren. Und damit er gut funktioniert, muss er authentisch rübergebracht werden. Ich habe in meinen Videos hier im Kanal schon davon gesprochen, dass es wichtig ist, Authentizität zu zeigen in diesen Videos. So, was kannst du jetzt dafür tun, dass du deine Mitarbeiter in so ein Video überhaupt reinbekommst? Das heißt, du sagst denen natürlich, ich möchte einen Imagefilm drehen und die haben erstmal Angst und sagen, kriege ich das hin? Es gibt so ein paar Dinge, die du an der Stelle wirklich beachten kannst. Das erste ist, dass du den Leuten sagst, dass sie nicht alleine sind. Es ist ja niemals so, dass bei einem professionellen Filmemacher jemand da hinkommt mit einer Kamera und lässt die Leute einfach mal sprechen, sondern es gibt natürlich vorher ein Skript. Dieses Skript, da kann man planbar sozusagen und auch sehr strategisch rangehen und den Leuten das mit an die Hand geben. Das heißt, wenn du einen Imagefilm mit Mitarbeitern planst, ja, und du sagst von wegen, was soll ich da jetzt am besten machen, dann ist es wichtig, wenn du mit deiner Videoagentur, mit dem Filmemacher, der diesen Film zu verantworten hat, der auch für den Erfolg des Films verantwortlich ist, mit dem zu besprechen, wie das hinter der Kamera abläuft. Wer kommt damit? Ist es jetzt ein Tonmann, ein Kameramann? Kriegen die beiden das hin? Ich glaube nicht. Man braucht immer jemanden, der mit Menschen arbeitet. Ja, bei uns ist das so meistens meine Aufgabe. Ich komme dann mit und richte das Ganze ein, habe dann mein Team. Ja, und dann kümmere ich mich um die Leute vor der Kamera und es macht wirklich was mit denen. Und wir machen natürlich vorher auch immer diese Calls, wo wir die Leute schon mal kennenlernen. Das heißt, es gibt eine gewisse Ruhe. Das heißt, du kannst einerseits die Leute davon überzeugen und sagen, da kommt jemand mit, sozusagen, der achtet wirklich auf das Ganze. Und andererseits, diese Inhalte, die können wir alle besprechen. Und dann sind die Leute viel offener, auch solche Filme mit dir zu produzieren. Wie kannst du jetzt das Ganze wirklich planbar und strategisch angehen und so, dass es auch dann am Ende gut funktioniert? Das ist eine Checkliste. Hier in meiner Agentur ist das so, ich mache das als Filmemacher schon viele Jahre. Ich habe für unterschiedliche Branchen unterschiedliche Checklisten, die aber immer wieder gut funktionieren. Ja, und so eine Checkliste ist einerseits eine inhaltliche Checkliste, auf was ich inhaltlich achten muss, dass ein Video gut funktioniert, das ist ein Imagefilm. Also es ist dann auch eine Abwandlung meines Konzepts sozusagen. Und zweitens habe ich natürlich eine logistische Liste. Das sind aber auch so ganz, ganz triviale Dinge, die auf dieser Liste stehen, wie von wegen plane ein gemeinsames Mittagessen ein oder morgens ein Kaffeegespräch. Warum? Das macht auch etwas mit den Mitarbeitern. Wenn ich in einem Imagefilm mit Mitarbeitern arbeite, dann sind die es nicht gewohnt, dass man Kamera aufstellen, erste Frage und bitteschön, sondern man redet vor mit den Leuten. Als Filmemacher ist es meine Aufgabe, mit den Leuten so zu reden, dass sie Spaß an diesem Film haben, gleich daran teilzunehmen und dass sie natürlich wissen, um was es geht. Jetzt möchte ich noch auf Thema Format eingehen. Das heißt, ich werde immer wieder angesprochen, was für Formate brauche ich für LinkedIn, was brauche ich für Facebook, was brauche ich für YouTube, was brauche ich für die Webseite. Das ist tatsächlich keine Frage, die man sich als Unternehmer, als Unternehmerin stellen sollte, wenn man jetzt gerade auf der Suche ist, einen Imagefilm zu produzieren. Denn ein erfahrener Filmemacher wird das sagen, wie das funktioniert. Und ich unterscheide da auch wieder zwei Dinge, die man sehr, sehr gut einfach planen kann. Und das ist unheimlich schnell in dem Telefonat abgehakt. Das erste ist der inhaltliche Leitfaden und das andere ist tatsächlich, wie das technische Format funktioniert.
Kommen wir erstmal zum technischen Format, das geht sehr schnell. Bei einem LinkedIn-Video zum Beispiel gibt es ein spezielles Format, das wir einhalten müssen. Bei YouTube ist das ein anderes. Ja. Es funktionieren manchmal auch in gewissen Kanälen wie Instagram, Facebook zum Beispiel auch Hochkant-Videos sehr gut. Das hat der Filmemacher normalerweise im Kopf und das steht auch auf einer Liste drauf und es wird dann auch danach so geliefert. Das andere ist noch viel wichtiger. Wie sollte eine Struktur ablaufen für einen Film, wo derjenige ein bisschen mehr Ruhe hat, zum Beispiel in einem Podcast-Format wie auf YouTube, da werden oft Podcasts geguckt, die gehen 5, 6, 7, 8 Minuten so lang. Ja, das ist ja wirklich richtiger Deep Content, sozusagen, da geht man auch ein bisschen tiefer rein. So, das ist was anderes, als zum Beispiel ein TikTok oder Instagram-Reel zu schneiden. Und ein guter Filmemacher wird das in seinem Skript berücksichtigen. Er wird ein Skript liefern, was, wenn man weiß, dass man später auf LinkedIn postet, ja, deswegen ist das auch eine wichtige Frage in so einem Briefing, wird er sagen, von wegen, wir müssen das und das beachten und müssen das so und so steuern. Das ist auch Teil des Interviewformats, das heißt, wie der später dann gedreht wird. So, und wenn du jetzt an der Stelle sagst, Imagefilm mit Mitarbeitern, ich bin jetzt schon an so einem Punkt, wo ich sage, das ist wirklich spannend für mich und diese Tipps, die sind schon sehr, sehr cool und ich möchte jetzt mal wissen, wie das für mich funktioniert. Gibt es jetzt eigentlich nur eine einzige Aufgabe für dich, und zwar mal einen Termin mit uns zu machen? Einer der wenigen Termine, die wir vielleicht noch in diesem Jahr haben oder am Anfang nächsten Jahres, so einen Film auch mit dir umzusetzen und sich mal für so ein Erstgespräch einzutragen. Link findest du unter diesem Video. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesse auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis dann.